macht Platz für den König. Okay. Bayern, wir wollen den Müller. Cool, der will aber sicher nicht zu euch, Newcastle. Ah, da fragen wir ihn am besten selbst. Tommy? Für dich immer noch Thomas, Sportsfreund. Und nein. Aber... Nein! Geld? Nein, verdammte Kacke, ist das so schwer zu verstehen? Ich will aber! Ich aber nicht! Fein, dann gewinn halt weiter deine dämliche Bundesliga. Ja, danke. Und euch dann nächstes Jahr viel Glück in Liga 2. Danke! Moment mal, was? Ein guter Tag. Erstmal meinen Marktwert checken. Was? Nur 75 Millionen? So sicher nicht, Transfermarkt. Ach, Chris, wo ist das Problem? Wo das Problem ist? Ich bin CR7. Das ist das Problem. Okay. Warum nur 75 Millionen, hä? Naja, du bist 34, Mann. Und immer noch mit Abstand der wertvollste Spieler in deinem Alter. Ja, Transfermarkt, alles gut. War doch nur ein Spaß. Wirklich, Chris? Na, Logo, das ist mir doch völlig Schnuppe. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, du schickst uns jetzt ein paar Emojis und blockierst uns dann oder so. Nein, nein, das wäre ja wirklich lächerlich. Moment mal, hast du uns jetzt allen Ernstes blockiert, Mann? Sü! Die Duschszene, ein Klassiker. Ja. Furchtbar lustig. Ach, Transfermarkt. Ja, komm, halt's Maul. Und ihr Ehrenmänner, haut bitte den Like-Button kaputt. Danke. Der Achtelfinalkracher, PSG gegen Real. So mögen die Spiele beginnen. PSG, ich war noch nicht fertig. Oh, sorry. Dann mach fertig. Danke. Wo war ich nochmal? Bei PSG gegen... Genau, gegen Real. Kilian, komm her zu Papa. Darf ich? Kilian? Ist die Frage ernst gemeint? Naja, Überleg dir das gut, Freundchen. Oder willst du wirklich mit dem Loser abhängen? Wow, hey Paris, wo kommt denn plötzlich die Schärfe her, hä? Schnauze, Real, misch dich hier nicht ein. Das geht dich in den feuchten Furz an. Wenn's den Kilian betrifft, gib mich das sehr wohl was an. Hier hast du 100 Euro, geh und kauf dir eine Bratwurst im Stadion oder so. Digga, was für Bratwurst? Ich muss auf dem Platz stehen. Glaub mir, Real, das fällt kaum einem auf, ob du auf dem Platz stehst oder auch nicht. Was? Ja, die Leistung gegen Paris... Ist wie eine U-Bahn. Wie eine U-Bahn? Ja, unterirdisch. Also, sieht's gut aus für uns? Nee, auch nicht, Paris. Ihr seid einfach zu blöd zum Tore schießen. Was? Messi auch? Hat einen Elfmeter verballert. Mal wieder. Seit 4 Jahren nicht mehr gegen Real getroffen. Läuft. Nicht. Siehst du? Von wegen, Loser. Der Kilian... Ich schieß jetzt ein Tor, okay? Der wird jetzt doch... Moment mal, was? Der schießt jetzt ein Tor, hat er gesagt. Nee. 90 plus 4, Sieger sind wir. Kilian, das gibt im Sommer aber mal sowas von weniger Gehalt für dich, Freundchen. Jetzt kommt erstmal eine Runde weiter, Real. Sonst bleibe ich hier in Paris. Ach, im Rückspiel heißt's dann Halla Madrid, Freunde. Erstmal die Tabelle checken. Guten Morgen, Schatz. Tabellenführer. Was? Darmstadt! Ah ja, alles klar. Darmstadt. Morgen, Herr Schmidt. Entspanntes Wochenende gehabt? Hä? Darmstadt? Darmstadt! Jo, hey! Was ist denn, Neymar? Hast du nicht was vergessen? Vergessen? Nö. Wieso? 5. Februar, mein Freund. Was war denn da? Samstag? Ja, das auch. Und da hatte doch jemand Geburtstag, oder nicht? Geburtstag, genau. Cristiano Ronaldo. Ja, immer dieser blöde Ronaldo. Bitte, was habe ich da gehört, Neymar? Ja, ich nix. Schon gut, Chris. Ja? Yeah? Das will ich aber auch hoffen, Sportsfreund. Blöder Neymar. Und wer hat am 5. Februar noch Geburtstag? Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, endlich. Wurde aber auch allerhöchste Eiszeit, mein Lieber. Ja, danke fürs Erinnern. Carlos Tevez, was eine Legende. Der wird auch schon 38. Was? Nein, ich hab Geburtstag, du Doofkopf. Ich! Was? Du? Ja, ich! Aha. Wie alt wirst du denn? 30. 30. Und dann plärst du hier rum wie so ein kleines Kind, weil ich deinen Geburtstag vergessen hab, ja? Ganz richtig, ja? Oh Mann, bist du lost. Und wenn du mir nicht sofort gratulierst, roll ich mich hier auf den Boden rum und heul. Na, nur Zunehmer. Das kannst du am Fußballplatz doch auch prima. Meine Güte, wird der Kerl auch schon 30. Wie schnell die Zeit vergeht. Juve gegen Veronica. Das heißt Verona. Ja, mein Fehler. Dusan, Dennis, viel Spaß beim Debüt. Ich werd liefern, Juve.
Und du, Dennis? Na sicherlich, Herr Bienenstich. Was? Keine Ahnung, Bruder. Männer, ihr werdet hier nicht fürs Quatschen bezahlt. Hopp, hopp. Nee. Sauber, beide mit Toren beim Debüt. So kann's weitergehen. Gut, war aber auch nur Verona, Juve. Digga, verpiss dich. Da hast du allerdings recht. Spannend. Wird's erst in der Champions League. Alte Dame, da geht das gelbe U-Boot. Mit euch auf Tauchstation. Quatsch, die Jungs regeln das schon. Oder, Männer? Na sicherlich, Herr Bienenstich. Na los, zeig dich, Bayern. Ich weiß, dass du es bist. Hallo, Bochum. Na los, komm schon. Ich hab keine Angst vor dir. Ach ja? Darf ich dich an das Hinspiel erinnern? Jetzt gibt's ein 7:0, du Lusche. Oh oh. Ah, das sah böse aus. Na und? Im Rückspiel, da ist alles anders. Im Rückspiel prügel ich dich windelweich. Moin, Jungs. Sorry für die Unterbrechung. Was macht ihr da überhaupt gerade? Ach, moin. Wir drehen ein Video. Ist nicht wahr. Über Bochum gegen die Bayern? Ja, yeah. Genau. Na dann, viel Spaß, Jungs. Und Bayern, hier, ein Paket für dich. Für mich? Von wem? Vom VfL Bochum. Okay, Bochum, habt ihr... Moment. Bochum? Was machst du da? Lies die Karte, Bayern! Oh oh. Tja, Bayern, was sagst du jetzt, hä? Aber wie ist das möglich? Lewandowski hat einen Doppelpack gemacht. Oh. Naja, aber wir sind der VfL Bochum, Digga! Was ein geiles Spiel, oder? Bayern, brauchst du Hilfe oder so? Nee, danke, schon gut, Bundesliga. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Die Lokale haben wieder offen und es ist Champions League. Ah, du hast recht. Da sollten wir uns was überlegen. Gute Idee. Na was? Ich hab's. Eine Pizza mit Pilzen drauf. Okay, und was ist daran so besonders? Pass auf, jetzt kommt's. Wir nennen sie Pizza Champignons League. Genial, das klingt ja wie Champions League. Guten Tag, die Herren. Bin ich hier bei Pizza Wolke? Ja, da sind Sie hier richtig. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Anwalt mein Name. Ich bin hier im Namen der UEFA. Der UEFA? Wieso das denn? Warum wohl? Wegen Ihrer Pizza Champignons League. Bitte, was? Ja, das verstößt gegen das Markenrecht. So dürfen Sie Ihre Pizza natürlich nicht nennen. Also, UEFA, das ist ein Scherz, oder? Nee, Freundchen, bei Champions League, da hört der Spaß auf. Aber bei aller Liebe, das ist doch kein Verstoß gegen das Markenrecht. Doch, Champions League, Champignons League. Da herrscht akute Verwechslungsgefahr. Digga, bist du irgendwie schief gewickelt? FC Schalke 04, deutscher Meister, da herrscht dann auch Verwechslungsgefahr, oder was? Warum werd ich ja schon wieder mit reingezogen? Ohne Spaß, Mann. Nee, unterlass das einfach bitte. Du hast Pilze, oder? Wie die Pest, ich kann die Dinger nicht ausstehen, Mann. Ist klar, und dann erstmal eine kleine Pizzeria verklagen. Sympathisch, UEFA. Mann, wir wollen den Meunier endlich loswerden. Das trifft sich gut, Dortmund. Wir brauchen einen Außenverteidiger. Ach so? Wie wär's mit Thomas Meunier? Meunier? Ist der nicht furchtbar schlecht? Was? Nein. Ja, ich lass das lieber nochmal durch unsere Scouting-Abteilung prüfen. Ja, der hat einen 77er Rating in FIFA und sogar einen 84er in Form. Ha, sheesh. Das ist ja richtig gut. Dortmund? Ja? Überzeugt? Wir nehmen ihn. Super, freut mich mit dir Geschäfte zu machen. Mich auch, Dortmund. Was bekommt er eigentlich an Gehalt, der Meunier? 10 Millionen pro Jahr. Boah, 10 Millionen Tacken! Ja, das geht. Braucht ihr eigentlich auch noch einen Linksverteidiger? Linksverteidiger? Nee, da haben wir ja Jordi Alba. Aber Barca, der ist doch auch schon 32. Ja, da hast du recht. Kannst du mir was anbieten? Nico Schulz, Flankengott und... deutscher Nationalspieler. Nico Schulz, sagst du. Moment, was sagt das Scouting? 77er Rating in FIFA. Klare Kaufempfehlung. Digga, wenn ihr den holt, werde ich Real Madrid-Fan. Das schwöre ich. Na dann, viel Spaß im Madrid-Sportsfreund. Dortmund, wir nehmen den Schulz auch noch. Ja, Mann, heute ist mein Glückstag. Gut, also dann, Hala Madrid. Hamburg-Derby! Digga, das Spiel ist 3 Wochen her, Mann. Ja, Mann. Bist du lost? Sorry, Jungs. Ich hab mich von der Deutschen Bahn inspirieren lassen. Da ist niemand. So, hallo. Sorry für die Verspätung. Ah, jetzt kapier ich's. Spielbericht. So, St. Pauli geht in Führung. Yes! Aber der HSV gewinnt. Oh. Ha, weißt du, was ich dazu sage? Was? Hamburg! Nicht? Nee, schon okay. Gemeinsam? Hamburg! Halt's mal!
Afrika-Cup-Finale. Sadio Mané gegen Mo Salah. Was? Was? Oh, sorry. Senegal gegen Ägypten natürlich. Das meine ich wohl auch. Außerdem haben wir viel mehr gute Spieler als nur Sadio Mané. Ach ja? Ja, Victor Mendy, Koulibaly, Kouyaté. Ja, stimmt schon, Senegal. War doch nur Spaß. Und wir haben auch mehr als nur Mo Salah. Okay. Wen denn? Naja... Viele. Ah ja, Ägypten. Hey, sonst wären wir ja wohl nicht im Finale, oder? Könnt ihr bitte anfangen zu spielen? Ich hätte Mané und Salah gern wieder zurück. Zum letzten Mal. Hier geht's nicht nur um Mané und Salah. Oh, ist ja gut, Jungs. Entspannt euch. Entspannung ist gut, Kloppo. Hier geht's ins Elfmeterschießen. Weil der Schiri so einen Käse zusammengepfiffen hat. Herr Salah, wollen Sie vielleicht pfeifen? Nee? Das dachte ich mir. Also schnauze jetzt. So, kurze Frage. Wie sollen wir denn jetzt bitte ein Elfmeterschießen nachstellen? Ja. Das würde ich auch gern wissen. Keine Ahnung. Ich blende mich einfach kurz beim Zähneputzen ein. Und Senegal gewinnt mit 4-2. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Mann. Zum ersten Mal Afrika-Cup-Sieger. Oh, Mann. So nah dran. Kopf hoch. War ein klasse Turnier, Ägypten. Ja, ja, Senegal. Im März gibt's die Revanche bei der WM-Quali. Ja, ja. Das werden wir dann schon sehen. Champions League, ich bin wieder da, Freunde. Ja, Mann, endlich, let's go. Spiel 1, PSG gegen Real. Digga, im Achtelfinale? Ohne Spaß, Real, das könnte halt auch das Finale sein. Spiel 2, Salzburg gegen die Bayern. Das wird ein tolles Spiel werden, oder Bayern? Viertelfinale. Naja, aber ohne Neuer im Tor? Viertelfinale. Ja, ich halt's Maul. Spiel 3, Inter gegen Liverpool. 6 Spiele, 6 Siege. So kann's weitergehen. Ihr habt es aber jetzt mit Inter Mailand zu tun, mein Lieber. Digga, ihr habt ein Spiel gegen Sheriff verloren, Mann. Ach so, ja. Spiel 4, Sporting gegen Man City. Das wird doch... Ja, komm, das Spiel juckt eigentlich eh keinen. Aber... Atletico gegen Man United. Chris wird euch zerlegen, Atletico. Ah ja? Der Opa struggelt gerade eher ein bisschen. Hm? Chris, regelst du das? Wie Real hat's mit Juventus zu tun? Wir sind die alte Dame. Und wir das gelbe U-Boot. Wilde Spitznamen, Digga. Fehlt noch Ajax gegen Benfica. Wir haben Barca rausgehauen. Und wir letzte Saison Juve. Schnauze Porto. Ajax. Und zum Schluss Chelsea gegen Lille. Also, mir fällt nichts mehr ein. Dir? Nee, mir auch nicht. Gut, dann sind wir durch. Ne? Wer kommt ins Viertelfinale?